Yo Leute, Dero ist am Start. Weiter geht es hier bei MotoGP 15. Wir sind jetzt in Le Mans angekommen und heute gehen wir in das Training, Schrägstrich Qualifikation oder Training und Qualifikation in einem. Also, Training, Qualifikation, das machen wir. Das Rennen wird voraussichtlich erst am Montag kommen. Das wird am Montag kommen. Anders schaffe ich es leider nicht. Aber ich dachte mir, wir machen trotzdem mal endlich weiter. Ja, wir machen endlich mal weiter. Und nach dem Formel 1 Rennen in Shanghai müssen wir jetzt mal was in der MotoGP wieder machen. Ja, es ging, schrägstrich weiß ich noch nicht, auch weiter mit Project Cars. Da bin ich in Hockenheim unterwegs gewesen mit einem BMW. War auch sehr interessantes Rennen. Aber jetzt sind wir hier erstmal in der Moto 3. Ja, MotoGP 15, aber Moto 3. Ja, nicht so wie der Formel 1. Da sind wir wirklich in der Formel 1 unterwegs. Wobei, da wäre es doch eigentlich auch interessant, wenn man mal die GP2 dabei hätte. Ich glaube, das war ja mal im Gespräch, dass man das gerne per DLC machen möchte. Aber ich glaube, da gab es Lizenzprobleme. Ja, da wollten nicht alle Teams, glaube ich, ihre Lizenz geben. Weiß ich aber nicht mehr hundertprozentig. Ich glaube, das war aber mal bei Codemasters im Gespräch. Ich meine, da irgendwie so eine vage Erinnerung zu haben. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir da jetzt nicht. Wenn ihr da vielleicht mehr wisst oder das Ganze vielleicht besser noch in Erinnerung habt als ich, dann könnt ihr mir das gerne sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich meine aber, mich erinnern zu können, dass... Oh, was für FPS-Einbruch hier schon wieder. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Codemasters das mal in Angriff nehmen wollte. Aber wie gesagt, nagelt mich da jetzt nicht fest. Ich weiß es wirklich nicht mehr hundertprozentig. Aber ich meine, da wäre mal was gewesen. Gab es aber jetzt doch nicht. Egal, wir sind jetzt hier bei MotoGP 15, da gibt es das Ganze mit den... Oh lol. Apropos, wo ich jetzt gerade eh stürze. Wir müssen nochmal zurück zur Box. Wir haben ja einige von diesen komischen Paketen. 3 Stück haben wir. Da machen wir 2 in die Bremsen. Ja, weil das sollten wir mal machen. Und 1 noch in den Motor. So, vielleicht kommen wir dann ein bisschen besser klar. Und wir sprechen mal kurz mit dem Techniker. In die Kurven. Motorrad ist seltsam. Was war denn? Kommt zu schnell mit der Präzision? Nein, dann haben wir mit der Stabilität ein Problem. Das Ganze machen wir nochmal. Denn, so, zack. Was haben wir hier? Achso, ja, instabil. Perfekt. So, und jetzt, ups, das war einmal zu viel. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Strecke. Ja, jetzt gehen wir nochmal auf die Strecke. Schauen wir mal. Das Problem hatte ich bei 2014 nicht so krass. Merke ich jetzt bei 2015 aber vermehrt. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir, wie gesagt, noch nicht so eine Fahrzeugentwicklung haben. Aber, aha, es ist schon besser geworden. Damit kann man doch arbeiten, glaube ich. Ja, doch, das dürfte besser sein. Schauen wir jetzt mal. Oh ja, keine Stabilitätsprobleme mehr beim Bremsen. Und mal gucken, was wir dafür für ein Problem bekommen, weil wenn man an einer Schraube dreht, hat uns meistens 2 Effekte, ne? Nicht nur eine. Es geht immer die eine Seite und die andere Seite. Also das ist schon ganz schön komplex, diese ganze Setup-Bauerei. Also ich war da nie so der Experte drin, allerdings gab es da genug andere Leute. So, das war schon mal total verkackt auf gut Deutsch, ja, da habe ich aber auch auf dem Curb angebremst. Da muss ich mich dann auch nicht wundern, dass das so wird. Oh, jetzt mit Abkürzen, die Zeit wurde mir nicht aberkannt. Ist vielleicht jetzt auch nicht so toll, aber wir fahren die Runde jetzt einfach trotzdem mal zu Ende. 1,8 Sekunden Vorsprung. Wäre natürlich doof jetzt, wenn man dadurch die Pole Position holt, aber ich muss jetzt mit Full Power fahren, denn ich möchte einfach testen, ob wir noch was am Setup verändern müssen. Oder ob das Ganze so bleiben kann. 1,3 Sekunden, also ja, wir sind nicht gerade die Schnellsten, haben jetzt irgendwie 0,5 Sekunden knapp verloren. Gar kein Problem für mich.
Es regelt sich alles. Das renkt sich alles ein, das regelt sich alles. Mal gucken. Wir gucken jetzt auf den nächsten Sektor, sonst gehen wir einfach mal Vorstartziel oder was. Ja, so ein bisschen vom Gas, dass wir dann nicht mit Schummeln und Lug und Betrug hier die, oh, das war viel zu weit raus, die Pole Position bekommen. Das fände ich persönlich jetzt nämlich nicht ganz so toll. Ja, wenn man jetzt hier mit Schummeln sich die Pole Position angelt. Ich glaube, da gibt es bessere Wege. So, wir müssen jetzt gleich einmal kurz vom Gas gehen. Wir haben hier sogar Fenati vor uns, also ja, ein gar nicht mal so langsam Fahrer. So, das sollte schon genügen. Ja, mal gucken, wo wir dann jetzt landen. Oh, das ist nicht im Ernst, oder? Trotzdem noch auf der 1, aber nur 0,2 Sekunden Vorsprung. Also dann geht das. Und ich bin jetzt schon lange vom Gas geblieben. Aber 0,2 Sekunden, das denke ich mal, kann die KI noch ganz gut ausgleichen. Anders wäre es jetzt, wenn ich jetzt hier wirklich schon 1,3 oder was, 1,3, ja, ich meine, es waren 1,3 Sekunden gehabt hätte. Also das wäre natürlich dann nicht mehr so gut. So, jetzt sehen wir schon 1,5 Sekunden Rückstand im ersten Sektor. Ja, wie kommt das denn zustande? Wie schafft man das Ganze? Hat er gesehen. Warum das nicht bestraft wurde? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin ja, ja, wobei, ich bin ja nicht schnell dadurch gefahren. Ich bin ja eher gemächlich dadurch gerollt, sagen wir mal so, und habe dann ein bisschen Gas gegeben. Aber dass das so eine Auswirkung hat, hätte ich jetzt auch so nicht erwartet. Aber gut, dem ist jetzt halt so. Da müssen wir jetzt mit leben, aber ich denke jetzt 0,2 Sekunden, das werden die anderen doch wohl ausbessern können. Das werden die ausbessern können. Aktuell komme ich sogar ganz gut zurecht. Ja, also beim Anbremsen gar keine Probleme mehr, so weit bis hierhin. Ja, muss man immer mal sehen. Kommt ja auch immer darauf an, wie man die Kurven anfährt, beziehungsweise wo man bremst. Wenn ich jetzt wieder anfange, auf dem Curb anzubremsen, ja, dann endet das Ganze natürlich böse. Ja, wenn ich jetzt so wie hier halt alles schön sauber mitnehme, funktioniert das deutlich besser. Also, was ich jetzt auch mal anmerken möchte, wenn ich jetzt nochmal hier so einen Vergleich mit MotoGP 14 mache, sieht die Le Mans-Strecke deutlich besser aus. Also die Le Mans-Strecke profitiert auf jeden Fall nochmal richtig von dieser neuen Engine. Sieht auf jeden Fall richtig anders aus. Ich meine jetzt so die Strecke an sich. Ich rede jetzt nicht so vom vom Drumherum. Was war das denn? Oh, lol. Wow, wow, wow. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie langsamer werden. So. Ja, also die Strecke an sich sieht deutlich besser aus. Nicht mehr ganz so trist. Ja, das ist halt bei MotoGP 14 so gewesen. MotoGP 13 sogar noch mehr. Aber es sind trotzdem gute Spiele. Hier legt man wirklich auch den Fokus auf die, auch mehr Richtung Realität zu gehen, so ähnlich wie das halt bei Simulationen ist. Ja. Ja, nicht so ähnlich so. Ja, das ist halt bei Simulationen eher üblich, ne? Sagt man, glaube ich, eher. Da wird nicht so der Fokus auf die Grafik gelegt, sondern vielmehr der Fokus auf eine funktionierende Physik, eine funktionierende, ja, wie soll man sagen, ein funktionierendes, schönes Handling und so weiter und so fort und weniger auf Grafik, wie das jetzt zum Beispiel bei Project Cars der Fall ist. Ich meine, klar, Project Cars verbindet so beides ein bisschen, geht aber ein bisschen mehr Richtung Arcade wieder, weil es halt eine große Masse ansprechen muss und möchte vor allem. Von daher auch wieder die, das ganz andere, ja, Grafik-Engine-Gerüst. MotoGP würde so überhaupt nicht funktionieren, also ich glaube, damit würden wir keine Freude haben, denn man braucht hier schon eine recht realistische Fahrphysik, gerade bei Motorrädern, finde ich, braucht man das, oder beim Motorradrennspielen, weil ja, es fährt sich halt immer komplett anders, so ein Motorradrennspiel wie so ein Autorennspiel, ja, ist halt so. Und hier bei MotoGP legt man halt auch mehr den Fokus auf die Realität als wie auf das Aussehen, ähnlich halt wie bei R-Factor 1 und vor allem halt auch 2, ne? Denn auch wenn es super neu war, war die Grafik halt schon beim Release deutlich zurückgeblieben. Bei Race Room ist das so ein Mittelding, da ist das so ein gesundes Mittelding, also die Grafik bei Race Room ist echt schick, aber klar, könnte natürlich auch besser sein, aber da ist es halt, ja, so das gesunde Mittelmaß irgendwie. Was haben wir denn da noch? Lass mich mal überlegen. Formel 1 2015, da gefällt mir die Engine auch sehr gut, muss ich sagen. Also gerade was auf der Strecke sich abspielt, sieht sehr, sehr gut aus.
Die Autos gefallen mir sehr gut und die Strecke, die Umgebung, also abseits der Strecke eher weniger, aber ich meine die Umgebung auf der Strecke. Ja, Curbs, Rasen, Asphalt, sowas, davon rede ich. So, wir fahren mal ein bisschen ins Kiesbett, weil wir es einfach können. Ja, also wie gesagt, bei F1 2015 gefällt mir das halt sehr gut, was auf der Strecke los ist. Ganz abseits der Strecke ist natürlich auch triste Welt, aber oh. Aber ja, das ist auch, glaube ich, immer so bei Rennspielen. Da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Selbst bei einem Project Cars. Ich versuche, oder ich übe immer noch diese Wheelies. Ich habe immer das Gefühl, in diesem Spiel geht es nicht. So, wir probieren es einfach, wow, einfach mal aus. So, Stoppie geht. Stoppie kriege ich hin, aber Wheelie nicht. Würde ich gerne mal machen. Stoppie funktioniert. Oh. Jetzt, ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, ja, was ist mit ihm denn los? Was macht er denn da? Also Stoppie geht, das sehen wir, glaube ich. Wir probieren es nochmal. Stoppie funktioniert. Sogar richtig gut. Schau da mal. So, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, weil wir gefährden hier den Verkehr. Also Stoppie kann ich über mehrere Meter machen. Das sehen wir ja. Das geht wirklich ohne Probleme. Aber Wheelie kriege ich gar nicht hin. Ah, doch. Schau da mal. Ah, ist aber sehr, sehr schwer. Ist sehr, sehr schwer. So, wir machen mal Platz. Wir probieren es nochmal. Also Stoppie über... Oh, verdammt. Über mehrere Meter geht. Aber Wheelie finde ich es sehr, sehr schwer. Ne, kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin. Ein letzter Versuch noch, bevor wir jetzt hier rausgehen aus der Qualifikation. Erstmal müssen wir hier einmal wieder auf ein gerades Stück. So. Also Stoppie, wie gesagt, funktioniert. Seht ihr ja. Zack, gar kein Problem. Aber der Wheelie, der möchte nicht so, wie ich das will. Ach, doch, funktioniert. Es funktioniert, Freunde. Ja, mit der Moto 3 funktioniert das noch ganz gut. Mit der Moto GP zum Beispiel bekomme ich es gar nicht hin. So, Stoppie macht aber mehr Spaß, finde ich. So, oh, schön. Zentimeter über dem Boden gehalten. Schöner Stoppie. Also, Stoppies machen Spaß. Wheelies nicht so. Wheelies nicht so. Aber... Ah, auch hier. Ah, da. Schade. Rad auf dem Boden. So, auf geht's in die Box. Ist ja hier, glaube ich, die Einfahrt, ne? Ja, haben wir sogar hier richtig erraten, die Boxeneinfahrt. So, und dann gucken wir mal. Ach, wir beschleunigen jetzt das Ganze einfach mal. Wir gucken, ja, einfach... ja, einfach mal auf das Zeitentableau. Wir spulen die Zeit vor. Ja, Danny Kent, der irgendwie, der kommt da nicht ran. Also... Ja, wir starten tatsächlich hier von der Pole Position ins Rennen am Montag. Qualifying Session ist soeben beendet. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet. Ja, aber gut. Ich sag da jetzt auch nicht nein. Es habe ich mir jetzt zwar auch anders vorgestellt, aber so ist das. So ist das. Gut. An dieser Stelle würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Abo, Daumen hoch oder Kommentar da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, müsst ihr natürlich ein Abonnent sein. Ja, also da kriegt ihr alles mit. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich bin raus, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, euer Deru, bis dann, ciao.